Kampfpilot bei der Bundeswehr. Patrick ist diesem Ziel ganz nah. Der 30-Jährige gehört zu einer Elite. Er ist einer von 12 aus über 2000 Bewerbern jährlich. Patrick steht vor seinem ersten Soloflug in Deutschlands teuerstem Kampfflugzeug, dem Eurofighter. Aber in Zeiten, in denen Krieg und Gewalt überall zunehmen, kommt auch er manchmal ins Grübeln. Der Gedanke daran, dass ich eine Bombe abschmeißen muss, der ist in weiter Ferne. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass ich wirklich diese Waffen einsetzen muss, sondern dass das vorher diplomatisch geregelt werden kann. Rudi möchte dorthin, wo Patrick schon ist, zu den Eurofighter-Piloten. Doch zunächst muss er die Grundausbildung in den USA überstehen. Ein gutes Jahr Drill und Auslese fern der Heimat. Nur wer hier keine Schwächen zeigt, schafft es ins Cockpit des Eurofighters. Das leuchtende Auge habe ich auf jeden Fall. Es wird manchmal übertönt davon, dass man halt diesen Leistungsdruck hat. Aber sobald man am Cockpit ist und die Triebwerke angelassen hat, ist es eigentlich weg bei mir, weil ich dann mich einfach wieder heimisch fühle. Wird sich sein Traum erfüllen? Wir begleiten Rudi bis zum Tag der Entscheidung. Ich will es sofort wissen. Was soll ich dazu sagen? Ich kann nicht mehr warten. Shepard Air Force Base in Texas, USA. Hier werden alle NATO-Kampfpiloten aus Europa ausgebildet. Aber vor dem Abheben stehen erstmal Notfallübungen, auch für Rudi. In dem Fallschirm zu hängen ist recht komisch. Es ist ziemlich eng, es drückt ein bisschen. Und ich möchte gar nicht wissen, wie das ist, wenn der Fallschirm das erste Mal aufgeht und dann quasi genau an diese Stelle in den Ruck kommt. Rudi hat die härtesten Checks bestanden. Intelligent, topfit, psychisch stabil. Und das Bodentraining schafft er auch noch. Ich muss sagen, wenn man hier mal draußen ist, ist es eine schöne Abwechslung vom Unterrichtsraum. Man kann sich ein bisschen bewegen. Wobei man auch ein bisschen Überwindung manchmal braucht, hier runterzuspringen. Aber irgendwann, wenn man die richtige Technik raus hat, dann ist es eigentlich kein Problem mehr. Rudis Weg zum Eurofighter ist lang. Offizierslehrgang, 4 Jahre Studium und insgesamt 2 Jahre fliegerische Grundausbildung. Am Anfang, wenn man hier steht und diese Übung hier macht, da kann man sich noch gar nicht so richtig vorstellen, dass man mal in dem Flugzeug sitzen wird und dann weiter auf diesem Sitz sitzen wird und ja, fliegen wird. Es ist irgendwie noch ein bisschen weit weg, obwohl es eigentlich nur einige Wochen sind, bis wir wirklich anfangen. Etwa 20 deutsche Offiziere wie Rudi absolvieren hier jährlich die Ausbildung zum Kampfpiloten. Gemeinsam mit Flugschülern aus anderen NATO-Nationen. Der heutige Nachtflug muss mit Hauptmann Schlez, seinem Fluglehrer, akribisch vorbereitet werden. Checken die Lights. Kann halt Nose Cone, Beschädigung und dann fort für die Engine verursachen. Genau. Das Briefing ist ja dafür da, dass man nochmal alle wichtigen Punkte für den Flug durchgeht. Dass man die parat hat, nicht unbedingt das auswendig weiß, aber wenn dann irgendwas passiert, dann erinnert man sich schon, okay, darüber haben wir vorher gesprochen, dass halt zwischen allen Personen, die halt mitfliegen, klar ist, was gemacht wird und ja, einfach nochmal alles ins Gedächtnis gerufen wird. Und achte auf die schönen roten Lichter überall. Dass wir niemanden reinbrechen. Das ist jetzt keine freundschaftliche Beziehung, aber da wir schon oft miteinander geflogen sind, weiß ich natürlich, was der Oberleutnant Sian leisten kann. Und deswegen vertraue ich ihm schon in gewissem Maße natürlich, dass wir wieder alle nach Hause kommen, ohne dass ich jetzt großartig eingreifen muss. Die Flugstaffel ist Rudis eigentliches Zuhause. Der Tagesablauf folgt einem festen Muster. Zahllose Stunden Theorie, Übungsflüge, Flugvor- und Nachbereitung, Sport. Kaum Raum für Ablenkung. Die Ausbildung ist ja sehr anstrengend und wir haben teilweise schon Tage, wo wir 12 Stunden in der Flight sind und lernen und dann mehr oder weniger rausgetragen werden müssen, weil wir nicht länger da bleiben dürfen. Und wenn wir dann so einen Flug haben und einfach mal so was Schönes erleben dürfen, das ist dann schon mehr oder weniger unsere Genugtuung, dass wir wissen, ja, deswegen machen wir das. Vor jedem Start muss Rudi die Maschine auf Schäden überprüfen. Noch üben sie auf dem Trainingsjet T-38.
Fliegen hat in meinem Leben einen sehr hohen Stellenwert. Das hat eigentlich schon in der Schule angefangen, als ich mit Segelflug angefangen habe. Ja, ich war jedes Wochenende auf dem Flugplatz und wollte jedes Wochenende fliegen. Und diese Motivation hat eigentlich nie abgerissen. Starts und Landungen täglich. Der Ausbildungsstützpunkt Shepard ist einer der betriebsamsten Militärflughäfen der USA. Das Eldorado für Flugschüler wie Rudi. Man fängt halt einen Steigflug an, muss ein paar Sachen erledigen. Irgendwann ist man halt in einer Kurve Richtung dem Zielflugplatz. In dem Moment hat man ein bisschen Zeit und da habe ich halt rausgeschaut. Und man kann dann auch in den Horizont schauen, sieht Oklahoma City, wo man sonst halt 2 Stunden mit dem Auto hin braucht. Und in die andere Richtung fängt halt Dallas an, wo man auch 2,5 Stunden mit dem Auto braucht. Und das ist halt das Faszinierende daran. Man steigt, man hat eine unendliche Weitsicht durch die Lichter, durch die klare Luft. Und gleichzeitig kann man nach oben gucken und sämtliche Sternformationen sehen. Das ist der Wahnsinn. Doch bei aller Begeisterung, die Lichter der Großstädte helfen beim Fliegen nur wenig. Als Pilot muss sich Rudi jetzt in erster Linie an den Instrumenten orientieren. Und dann immer wieder landen und durchstarten. Das sogenannte Touch and Go. Über allem schwebt der Traum vom Eurofighter. Es ist einfach, dass es halt unser neuester Flieger ist, dass es der leistungsstärkste ist, den wir haben und dass ich halt einfach mal diese Kraft erlebt haben möchte. Und diese Leistungsfähigkeit von dem Flieger, dass er so wendig ist, so schnell steigen kann, dass er auch so hoch fliegen kann, davon wird einem immer wieder erzählt, man möchte es selbst mal gesehen haben. Irgendwann wird Rudi Kampfeinsätze fliegen können. Aber jetzt sind erst mal die Grundlagen dran. Navigieren, sicher fliegen, sicher runterkommen. Das funktioniert? Ja. Man ist auf jeden Fall glücklich, das zu machen. Man startet halt, ist ein bisschen angespannt, man weiß ja, dass man ein bisschen was arbeiten muss. Für mich schon Business as usual, ja. Für den Studenten natürlich ein bisschen was anderes wieder. Nach dem langen Wochenende, jetzt wieder ein Instrumentenflug. Man hat es gemerkt. Es war an manchen Stellen ein bisschen rostig, aber ansonsten schöne Landung. Aber Hauptmann Schlez bleibt kritisch. Noch ist Rudi nicht so weit. Lage bei Rostock. Hier lernen die jungen Piloten, den Eurofighter zu beherrschen. Die Ausbildungsstaffel, eine Flotte von rund 25 Fliegern, wartet hier auf die Absolventen aus den USA. Endspurt in der jahrelangen Kampfpilotenausbildung. Auch für Patrick, den Oberleutnant. Er ist erst vor wenigen Wochen aus Shepard gekommen, hat gerade seinen Theorieblock absolviert. Nur die Allerbesten kommen überhaupt so weit. Hey, schön, dass du da bist. Bist fit für heute? Ja. Was fliegen oder? Die jungen Piloten müssen trainieren wie Leistungssportler. Wenn ich oben im Flieger sitze und wieder viele G-Kräfte drauf habe, ich trotzdem meine Muskulatur und meinen Kopf noch bewegen muss, dann einmal habe ich eine Stärkung der Muskulatur, was dann für mich wichtig ist. Auch ähnlich wie beim Formel-1-Fahren, dass der Kopf halt gerade bleibt und nicht durch die Gegend geschleudert wird und ich ihn selbst stabilisieren kann. 2, 1 und jetzt drücken und komm, kräftig drücken und noch mehr, komm, drück noch kräftiger und halten, halten, komm, noch 5 Sekunden. Weiter, komm. Und kurze Pause. Gegen heftige Beschleunigungskräfte den Kopf stabilisieren. Wer das kann, hat im Luftkampf entscheidende Vorteile. Und direkt wieder weiter. Also das, was wir jetzt im Moment trainieren, das würde mir passieren, wenn hinter mir einer fliegt und ich muss mich halt überstrecken und hinter mich gucken, um ihn dann aufzufassen oder auch einfach ihn umzusehen. Wenn wir dann gegeneinander kämpfen und das wäre dann für mich der Fall, wo ich defensiv bin und gucke, dass er mich nicht abschießt, simuliert. Gut 5 Millionen Euro wird die Bundeswehr in Patricks Eurofighter-Ausbildung investieren. Er muss dafür alles geben.
Ich glaube, das ist eine von den Eigenschaften, die man als Pilot hat, dass man sich die Schwächen sucht, die man hat, egal wo es ist, und dann versucht, an denen zu arbeiten und die besser zu machen. Und gerade da ist halt der Aspekt, dass man sich eine Challenge sucht, das, was dann einen nochmal zusätzlich motiviert, man weiß, da hapert es ein bisschen, also muss ich mehr dran arbeiten. Bei der Ausbildungsstaffel des Eurofighters liegt Anspannung in der Luft. Gemeinsam mit seinem Fluglehrer wird Patrick heute den Eurofighter fliegen. Ja, aber das ist ja ganz gut, dass ich das Glück gehabt habe. Was besonders ist, wo ich drauf achten soll? Nö, also ich dir schon gesagt habe, wenn irgendwas ist, was für dich ungewohnt ist oder was du noch nicht gesehen hast in der kurzen Zeit, dann, ja. Gehst aufs Radio und dann behält ich dir aus. Einer von 5 Pflichtflügen im Trainingsmodell, bevor er endlich alleine ins Cockpit darf. Noch aber machen ihm manchmal die Nerven zu schaffen. Meine markante Macke, die ich habe, ist, noch bevor ich zum Flugzeug rausgehe, ist, ich weiß nicht warum, aber in dem Moment bekomme ich eine Mädchenblase und muss ungefähr 3-mal auf Toilette gehen, bevor ich zum Flieger gehe. Was ist dein Gemütszustand? Mehr Spannung. Ja, die Vorfreude ist immer noch da, aber es ist im Moment mehr die Spannung und die Konzentration. Wie immer hat die Wartungscrew den Eurofighter komplett durchgecheckt. Auch deshalb kostet eine Flugstunde um die 75.000 Euro. Patrick kontrolliert trotzdem selbst noch einmal. Im Vorflug quasi, um zu gucken, dass alles stimmt. Ob nicht großartig irgendwas kaputt ist am Flieger. Das sollte nie der Fall sein, aber das ist für mich einfach nur mal, dass ich gucke, ob alles passt. Sicherheit zuerst. Das gilt ganz besonders bei einem 100-Millionen-Euro-Jet. Ja, Sicherheit definitiv. Und das ist einer wieder von den Automatismen, der von Anfang an drin ist. Der bringt einen noch mal ein Stückchen näher an den Flieger ran. Ein kleines Warmwerden mit dem Flieger und dann geht's los. Sieht das gut aus? Alles super. Wir versuchen alles relativ einfach für uns darzustellen, auch von den Abläufen her, da es doch relativ komplex ist. Und da versuche ich auch immer wieder den gleichen Ablauf zu haben, dass ich da nichts vergesse. Patrick, du kannst Batterie anmachen. Die Initialzündung dafür, dass ich Pilot werden wollte oder Kampfpilot, war einfach nur darum, ich habe Top Gun gesehen, als ich 4 war. Dann fing es an mit Computerspielen von meinem Vater, die er extra gekauft hat, nur damit wir mal zusammen ein bisschen fliegen können. Und dann einfach die Faszination Flugsimulator. Aber jetzt fliegt Patrick ihn tatsächlich, seinen Traumflieger. Das mit beeindruckendste, was ich bis jetzt im Eurofighter mitgemacht habe, ist, wenn man startet, und man ist in der Lage, ihn einfach nur auf den Hintern zu stellen und dann geht's ab nach oben in die Luft und er einfach fast senkrecht in die Luft geht. Und dieses Gefühl der Beschleunigung und wie schnell man an Höhe gewinnt, das ist einfach unbeschreiblich. Fluglehrer Ronny hat im hinteren Cockpit die Steuerknüppel losgelassen. Ein Zeichen von Vertrauen in seinen Schüler. Und der jagt die Höllenmaschine mit ihren bis zu 150.000 PS in den Himmel. Dann taucht man ein, man sieht nichts mehr außer Grau um einen herum. Und dann aus der Wolkendecke raus ist einfach ein Freiheitsgefühl. Es öffnet sich alles. Patrick ist Familienvater, aber hier oben ist er nur Pilot. Sobald ich oben in der Luft bin, dann ist im Kastendenken. Dann denke ich nur noch an das, was ich im Moment mache. Gedanken an die Familie oder an die Kinder. So wie man es vielleicht aus Top Gun kennt, das hat hier keinen Platz. Faszination, Fliegerei. Und doch, es ist eine Maschine, entwickelt auch zum Töten. Der Gedanke daran, dass es mal so weit kommen könnte, dass ich eine Bombe abschmeißen muss oder dass ich mit einer Rakete ein anderes Flugzeug abschieße, der ist in weiter Ferne. Ich weiß, dass dieses Flugzeug dazu in der Lage ist. Und ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass ich wirklich diese Waffen einsetzen muss, sondern dass das vorher diplomatisch geregelt werden kann. Aber auch ohne Kriegseinsatz ist die Gefahr immer präsent. Jetzt, da ich eine Familie habe,
ändern sich natürlich die Gedanken. Man ist in erster Linie Ehemann und Vater. In der Ausbildung alleine gewesen, keinen da gehabt. Da ging es um mich, da ging es um Spaß haben, Fliegen haben. Sobald dann die Familie da war, wenn ich geheiratet habe und das Kind da war, dann denkt man schon ein bisschen drüber anders, weil das ist doch ein gefährlicher Beruf. Es kann jeden Tag immer irgendwas schiefgehen. Der erste Flug ohne Lehrer Ronny ist für Patrick näher gerückt. Das Anstrengende oben in der Luft ist die Arbeit. Verschiedene Systeme gleichzeitig zu bearbeiten, Höhen zu halten, Geschwindigkeiten zu halten, gleichzeitig noch auf dem Radio zu sprechen und sich auch noch auf die anderen Systeme zu konzentrieren, wie das Radar oder andere Flieger, die auch noch in der Luft sind, dass man da den Überblick überhält. Also in den wenigen Flügen, wo Patrick bei uns jetzt den Eurofighter geflogen ist, hat er sich super angestellt. Also da gibt es wenig Kritikpunkte, wo man sagen könnte, da gibt es irgendwelche Probleme. In den USA hat Patricks junger Kollege Rudi noch einen langen Weg vor sich. Heute steht für ihn mal wieder eins der wichtigsten Trainingsmodule auf dem Dienstplan, der Flugsimulator. Kein Prüfungsflug ohne vorheriges Trockentraining. Die Piloten müssen den Simulatorflug genauso ernst nehmen wie einen echten Start. Das Wichtigste an Simulatoren ist eigentlich, dass man halt Piloten ausbilden kann, ohne direkt das Flugzeug reinsetzen müssen. Ich kann schon vorher üben, wie man das Flugzeug anlässt, wann man wo welchen Schalter bedienen muss. Auch ein bisschen, wie das Flugzeug sich im Flug verhält. Neben dem können wir halt auch Notlagen simulieren, die wir so im echten Leben nicht direkt simulieren können und eigentlich auch gar nicht haben möchten. Am Anfang ist das Stresslevel höher, wenn der Notfall passiert, weil man erstmal nicht weiß, worum es genau sich handelt. Rudi hat die Notlage bewältigt. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum Kampfpiloten. Tag und Nacht hat Rudi zu tun. Und obwohl er ein Studium in Luft- und Raumfahrttechnik abgeschlossen hat, ist der Lernstoff für ihn nicht von Pappe. Disziplin und Ausdauer, die wichtigsten Eigenschaften. 20 Quadratmeter hat er für sich zum Leben, Schlafen und vor allem Lernen. Es ist einfach ein sehr langer Prozess. Ich glaube, ich war ein Jahr an der 9. Inspektion, inklusive halt mit Arizona. Und somit kommen wir halt dann mit dem Studium auf 6 Jahre, dann halt nochmal Shepard Air Force Base, 7 und ein paar gequetschte. Also es ist ein sehr, sehr langer Weg und das ist schon ein bisschen komisch, dass man langsam auf die 30 zugeht, immer noch Schüler ist. Aber der 28-jährige Oberleutnant will es unbedingt schaffen. Eurofighter, alles andere wäre eine Enttäuschung. Dass man halt sich oft immer wieder hinsetzt und viel lernt, das kommt auch durch die Motivation, dass man halt dann doch irgendwo einen Eurofighter möchte. Das ist ein kleiner Mythos irgendwo, würde ich mal fast behaupten. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass sich auch alle freuen würden, weil ich dann halt nach Hause komme und auch wieder daheim bleibe. Ah, dann bist du. Und? Wie war läuft's? Ja, gut, ne? Ja? Ja, war alles top. Ihr Tipp. Hast du schon Musik untergelegt? Mehr als ein Jahr Trennung von Freundin Daniela. Ich denke, dass es schon sehr schwierig ist, so eine Beziehung über so eine große Entfernung am Laufen zu halten, weil man kann halt nicht die ganze Zeit schreiben über WhatsApp und nicht die ganze Zeit telefonieren. Bin vielleicht mal, wenn ich Pech habe, halt 2 Stunden an der Arbeit, muss nachher noch was machen. Dann habe ich auch manchmal halt, auch wenn es sich böse anhört, man hat halt einfach keine Zeit dafür. Hier im Camp sind sie ständig unter Beobachtung. Die Auslese ist gnadenlos. Nur die Besten bekommen nachher genau das Luftfahrzeug, was sie auch haben möchten. Und ich denke aber nicht, dass man sowas erreichen kann, indem man irgendwie so einen Konkurrenzgedanken hat oder schürt. Es ist viel hilfreicher, wenn man versucht, mit den anderen Leuten zusammenzuarbeiten und vor allem an der Sache zu Spaß zu haben. Weil das ist eigentlich das, was einen richtig gut macht. Heute steht Formationsflug auf dem Programm.
Die Jungpiloten müssen lernen, als Team zu funktionieren. Eng beieinander, bei hoher Geschwindigkeit. Das soll den Feindradar täuschen. Ich muss zugeben, dass ich, wenn ich Zeit habe und Nachtflug mache oder so, dass ich manchmal schon ein bisschen träume. Das ist natürlich nicht angebracht. Aber wenn man jetzt so eine Übung fliegt, wie die wir so heute haben, da kommen so viele auf einmal, da hat man echt keine Zeit, an was anderes zu denken. Dann die eigentliche Übung. Abfangen feindlicher Jäger. Simulierter Abschuss. Luftkämpfe so realitätsnah wie möglich. Sobald man halt dann dieses Wort hört, Fights on, ja, da geht's dann richtig rund. Und dann halt, ja, halt das erste Mal simuliert, so eine Rakete halt abfeuern. Und da ist ziemlich viel Adrenalin mit dabei, weil man halt auch sehr viel gleichzeitig machen muss. Man muss halt an seine Anti-G-Manöver denken, man muss vernünftig gucken, wo er ist und auch immer noch die Geschwindigkeit im Auge behält, dass man nicht zu schnell und nicht zu langsam wird. Und das macht eigentlich das aus, weswegen man so viel Adrenalin in dem Moment im Blut hat. Waghalsige Manöver. Maximalgeschwindigkeit 1300 Stundenkilometer. Letzter Ausweg, Schleudersitz. Die Angst schwindet immer mehr, weil man sich immer mehr zutraut, auch mit allem umgehen zu können. Für mich persönlich war es am Anfang das Komischste, irgendwo auf einem Schleudersitz zu sitzen. Wenn man halt weiß, ja, wenn ich daran jetzt ziehe, dann gehen wir raus. Und am Anfang war das ein bisschen unwohl, aber mittlerweile ist man richtig froh, diesen Sitz zu haben, weil man ganz genau weiß, wenn irgendwas passiert, wo man nicht mehr raus kann, dieser Schleudersitz kann einem das Leben retten. Rudi lebt fürs Fliegen. Es ist sein Kindheitstraum. Und doch, im Ernstfall, wird er dafür auch töten müssen, ob er will oder nicht. Ich denke schon manchmal daran, dass so ein Kriegsfall eintreten könnte. Es wird auch einem dann irgendwann klar, dass es irgendwann ernst werden kann und dass man das vielleicht machen muss, aber man hofft halt, dass dieser Fall niemals eintreten wird. Eine gute Stunde sind sie in der Luft. Schwerstarbeit im überhitzten Cockpit. Die Kräfte bei Kurven und Beschleunigung, die G-Kräfte, belasten den Körper zusätzlich. Das war das erste Mal, wo wir ein bisschen mehr Gesten konnten. Mal so gucken, was der Flieger hergibt, um mal richtig schön manövrieren. Und das ist der Hammer. Das ist richtig gut. Das war der erste Flug, wo wir taktische Elemente mit eingebracht haben ins Fliegen. Und hat er gut gemacht. Bin ich eigentlich sehr happy drüber, wie das dort gelaufen ist. Aber wird es für Rudi zum Eurofighter reichen? Zurück in Rostock-Lage, bei der Eurofighter-Ausbildungsstaffel. Patrick trainiert mehr, als er muss. Triathlon, sein Sport, Schwimmen gehört dazu. Wenn ich nur so mal meine Bahn ziehen möchte, dann bin ich relativ gut in der Lage, einfach mal komplett abzuschalten und mehr oder weniger nur den blauen Boden anzugucken und mal alles runterfahren und mich auch nur auf das konzentriere, was ich in dem Moment mache. Das gibt mir einmal die Ausdauer, die ich brauche im Flugzeug, weil die Flüge doch schon relativ lang ist. Nach dem ersten Flug damals, als ich noch nicht Ausdauer viel gemacht habe, habe ich mich gefühlt, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Und das hilft extrem, wenn ich da ausdauerfit bleibe und auch mit Schwimmen, gerade für den Rücken und die Nacken, dass die da gut trainiert sind. Doch für Patrick sind auch andere Dinge wichtig. In erster Linie meine Familie und dann die Ausbildung, dass ich da reingehe. Das sind schon für mich die wichtigen Punkte. Die stimmen müssen, damit es dann auch in der Ausbildung gerade läuft. Also ich nehme immer gerne ein Beispiel für einen Stuhl von drei Beinen. Das Private muss stimmen, das Berufliche muss stimmen und dann noch der eigene Charakter oder die eigene Person muss stimmen, dass das alles in Balance ist, sonst steht der Stuhl nicht. Einmal in der Woche trifft er sich mit Pilotenkollegen zum Kicken. Eine willkommene Abwechslung. Ich glaube, da ist es für uns ganz wichtig, dass wir Durchhaltevermögen haben, um durch dieses extrem lange Programm durchzukommen. Dass wir uns gegenseitig aufbauen können. Wir müssen uns da auch ab und zu mit Rückschlägen zurechtfinden. Das beeinflusst einen schon privat und auch beruflich.
weil man Zweifel vielleicht teilweise hat, ist das überhaupt das Richtige und weil es doch schon sehr stressig ist. Aber da beißt man sich dann durch. Ohne Teamgeist geht hier gar nichts. Eine ganz starke Parallele zwischen dem Fußball und dem Fliegen in der Luftwaffe. Im Fußball, da trifft man sich auch am Freitagabend vor dem Spiel nochmal oder geht am Sonntag nach dem Spiel zusammen nochmal raus, feiern oder was essen. Und das ist hier nicht anders. Wir setzen uns am Freitag zusammen, trinken Bierchen, reden über die Woche. Was ist nicht so gut gelaufen, was ist gut gelaufen, was kann ich von dem anderen lernen? Der Eurofighter, Deutschlands modernster Kampfflieger. Trotz Problemen bei der Einführung, viele würden alles dafür geben, diesen Vogel einmal zu fliegen. Eurofighter war der Wunsch. Das ist auf dem Flieger, auf den raus müsste. Das ist der neueste, den wir haben. Der kann mithalten in der ganzen Welt. Und das ist so, als wenn man das neueste Automodell kauft, was noch gar nicht rausgekommen ist. Natürlich wusste ich in Shepard, alle anderen bekommen auch ein Flugzeug. Aber dass ich dann Glück gehabt habe und den Eurofighter bekommen habe, das war schon eine große Nummer. Dabei scheiden die meisten Piloten mit 41 Jahren schon wieder aus dem aktiven Flugdienst aus. Wegen der enormen Belastung. Uns ist bewusst, dass wir was machen, was nicht jeder machen kann. Wir würden uns aber nie hinstellen und sagen, dass wir was Besseres sind. Ich glaube auch nicht, dass es welche von uns, die Top Gun-mäßig durch die Gegend laufen, auf ihrem Motorrad und Lederjacke durch die Gegend fahren und sagen, hey, ich bin der Coolste, guck mal hier, ich flieg einen Eurofighter. Schon bald steht der Höhepunkt von Patricks Ausbildung bevor. Der erste Soloflug im Eurofighter. Die Anspannung, die steigt von Tag zu Tag. Man wird mehr fokussiert, man konzentriert sich mehr. Was muss ich noch vorbereiten? Woran muss ich noch denken? Oder woran muss ich persönlich noch arbeiten? Das heißt, ich gehe in den Simulator, übe noch ein bisschen, gehe noch mal in die Bücher, lese noch ein bisschen mehr und dann kommt hoffentlich bald der Tag, wo ich in den Flieger steige und alleine fliegen darf. Alleine in einem Kampfjet. Eine riesige Verantwortung. Der Druck ist immens. Umso wichtiger sind für Patrick die Auszeiten fernab der Flugstaffel. Sobald ich Dienstschluss habe, dann geht's nach Hause, was zum Glück ein Stückchen weg ist, und mal den Kopf abschalten. Und sobald ich zu Hause bin, das Erste, was ich mache, ist die Fliegerkombi ausziehen, die privaten Sachen an und dann geht's ab an den Strand. Höchstleistung im Beruf und dann noch Familie. Für Kampfpiloten wie Patrick eine echte Herausforderung. Familienvater zu sein und gleichzeitig bei der Bundeswehr in Jet fliegen zu dürfen, ich glaube, ich mache das relativ gut, dass ich da einen klaren Schnitt mache zwischen den beiden. Das eine ist mein Beruf und mein Job. Und das andere ist das, was für mich extrem wichtig ist, ist die Familie und den Rückhalt da zu haben. Und auch die Unterstützung durch meine Frau, dass sie sich ab und zu auch mal anhört, wenn ich am Rumweinen bin und sage, heute war nicht so gut und sie baut mich dann wieder auf. Und auch mit dem Thema Tod müssen sich Jetpiloten befassen und deren Partner. Wir stellen sicher, dass wir ein Testament haben oder zumindest eine Niederschrift, wo drin steht, wie was geregelt ist finanziell. Sie möchte es zwar nicht hören, aber ich will, dass sie es weiß. Und falls der Moment mal kommen sollte, was wir nicht hoffen, dass sie zumindest weiß, dass sie abgesichert ist. Tödliche Abstürze, wie sie in den 60er bis 80er Jahren häufig vorkamen, sind heute glücklicherweise die Ausnahme. Auf der Shepard Air Force Base in den USA schreitet die Ausbildung voran. Ein neuer Tag, eine neue Herausforderung für Rudi. Tiefflug im Trainingsjet. Wir machen jetzt für mich meinen ersten Tiefflug auf der T-38. Ich bin jetzt ziemlich gespannt. Wir haben das schon auf der T-6 gemacht. Aber jetzt ist halt gleiche Höhe, nur quasi doppelt so schnell. Und vermutlich auch doppelt so heiß. Tiefflug, das heißt nur 150 Meter über dem Boden, heute mit gut 700 Sachen. Immer höher werden die Geschwindigkeiten. Das am meisten Reizvolle am Tiefflug ist es erstmal, dass man einfach spürt, wie schnell man wirklich ist.
Und auf der anderen Seite, dass man sich halt eine Route vor ausgelegt hat. Man hat sich die angeschaut auf einer Karte, wo welcher Punkt ist. Man fliegt dann darüber und man erkennt das halt ganz genau wieder, diese Punkte. Die Gegend zwischen Texas und Oklahoma ist dünn besiedelt. Sanfte Hügel, stabiles Wetter, ideale Flugbedingungen. Als wir wieder auf eine hohe Höhe gestiegen sind, hatte man schon das Gefühl, dass es vorher so eine kleine Achterbahnfahrt war, weil halt hier unten die Luft auch viel unruhiger ist. Man viele Relationen hat, Bäume, Straßen, Häuser, alles Mögliche, was an einem vorbeihuscht. Und da unten merkt man jetzt richtig die Geschwindigkeit. Grobe Fehler und gesundheitliche Probleme aber können den Pilotentraum jederzeit beenden. Für mich ist das so, dass es generell sehr anstrengend ist, sehr anspannend. Es gibt aber auch manchmal einfach die Momente, die dann so überwältigend sind, wo man dann echt mal kurz abtauchen, sich einfach überlegt, das sieht gerade so schön aus. Ich würde jetzt mal gerne jemandem das zeigen und einfach dadurch beibringen, warum ich das mache und warum das ja so toll ist. Für Rudi heißt es bald Tag der Entscheidung. Dann wird er erfahren, ob er zu den Besten seines Jahrgangs gehört, ob sein Traum in Erfüllung geht und er es wirklich ins Cockpit des Eurofighters schafft. Die Nervosität, die steigt kontinuierlich. Und mittlerweile in der letzten Woche hat man irgendwie einen Punkt erreicht, wo man nicht mehr weiß, was man fühlen soll. Und man kann auch nicht mehr richtig einschätzen, wer wo steht, wer was bekommt. Man geht einfach nur noch auf den Tag hinzu und kann nichts mehr einschätzen von dem Ganzen. Wird die Anspannung zu groß, flieht Rudi mit Kumpel Lennart in die Prärie. Den Traum vom Sportwagen hat sich der Speedjunkie schon erfüllt. Ein Mitbringsel für die Heimat. Es gibt ein Leben außerhalb, es ist aber ziemlich beschränkt und es beschränkt sich eigentlich auf Sport, Kommunikation mit daheim und dann halt Ausflüge. Sonntagsausritt mit 380 PS und knapp 6 Litern Hubraum. Ist sehr wichtig, mal rauszukommen, nicht? Wenn man halt mal wegfährt und so, kann man ein bisschen die Gedanken schweifen lassen, mal was anderes denken. Die beiden Nachwuchspiloten teilen Stress und Heimweh. Fernab von Freundin und Familie helfen sie sich gegenseitig, auch bei unvermeidlichen Rückschlägen. Also ich für meinen Teil habe ja damals dann 2 Prüfungsflüge versemmelt und man baut sich halt gegenseitig auf, emotional, auch vom Selbstbewusstsein her, dass man sagt, hier, ich weiß ganz genau, dass du ein besserer Pilot bist, klar, du hast es versemmelt, aber das lag nicht daran, dass du es nicht wusstest oder dass du nicht fliegen kannst. Das nächste Mal machst du es einfach besser, fliegen wir das nochmal und dann passt das. Teamgeist hilft Rudi und Lennart, die lange Zeit gemeinsam durchzustehen. Beim Rudi kann man dann auch von der Expertise ein bisschen manchmal profitieren aus dem Studium. Aber auch so, manchmal gibt es Sachen, die der eine nicht versteht, die der andere versteht. Das ist dann sehr, sehr hilfreich, wenn man sich gegenseitig was erklären kann. Dieses Jahr, das war einfach halt so vom Erfolg her, wie viel man gelernt hat, wie viel man dann einfach mehr konnte nach so kurzer Zeit. Das wird nicht wieder so sein. Und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, was man einfach vermissen wird, dass auf einmal dieser unendliche Schub da war. Aber was macht einen guten Piloten eigentlich aus? Ich denke, ein guter Pilot, der kennt auf der einen Seite halt sein Luftfahrzeug. Er weiß, wie er damit umgehen muss. Er weiß, was er machen kann und nicht machen kann damit, wie er es einsetzen muss. Und er trifft vor allem schnell und auch richtige Entscheidungen. Und Entscheidungen, die er gegenüber sich selbst auch halt immer verantworten kann. Das macht einen guten Piloten aus. Ob Rudi ein guter Eurofighter-Pilot werden kann, wird sich bald zeigen. Luftwaffenstützpunkt Rostock-Lage. Patrick nähert sich seinem ersten Soloflug im Eurofighter. Jede Mission muss er zuvor im Simulator bewältigen. Es ist sehr, sehr nah dran an der Realität und deswegen ist es auch so anstrengend für mich. Vor allem
Der Simulator bietet Notfälle, die wir so in der Luft nicht immer darstellen können. Und das ist dann doch schon sehr beanspruchend, weil man doch noch alle Systeme gleichzeitig bearbeiten muss. Und es ist sehr, sehr nah an der Fliegerei dran. Und der Simulator kostet nur ein Bruchteil einer echten Flugstunde. Natürlich fliege ich lieber, ich bin lieber in der Luft. Ich habe lieber die Wolken unter mir, die Sonne über mir. Das macht schon wesentlich mehr Spaß und ist auch packender. Aber ich weiß, dass das Simulatortraining was ist, ohne das es einfach nicht geht. Einsteigen und abheben, so einfach läuft das nicht. Fliegen ist Kopfsache. Gedanken an den Soloflug habe ich schon, aber nicht während des Tages. Wenn ich hier im Dienst bin, meine Simulatorflüge mache, mich vorbereite und lerne, dann ist das das Hauptaugenmerk. Wenn ich natürlich abends zu Hause sitze und mir überlege, dass ich dann bald Solo gehe, dann denkt man doch schon dran und dann steigt die Vorfreude von Tag zu Tag. Heute ist der Tag. Patricks erster Soloflug im Eurofighter steht an. Zum ersten Mal ohne Fluglehrer. Die Planung akribisch. Wenn wir in die finale Phase der Vorbereitung gehen, dann taucht man schon sehr ins Detail ein. Auch wenn das hier alles nur am Bildschirm dargestellt wird oder nur in den Büchern. Im Kopf läuft da was ganz anderes ab. Man geht die verschiedenen Manöver durch. Man überlegt sich, mit welcher Hand man wo hingreift, wo man mit seinen Augen in dem Moment hinguckt. Und das ist das, was uns am meisten hilft. Genauso akribisch wie der Pilot ist die Wartungscrew. Allein die Endkontrolle vor jedem Flug dauert über eine Stunde. Fluglehrer Ronny bespricht mit Patrick den Ablauf. Er wird in einer zweiten Maschine hinterherfliegen, für alle Fälle. Okay. Ich habe schon damals schon Shepard gelernt durch einen Fluglehrer, nimm dir mindestens die eine Sekunde mal im Flug rauszugucken und zu überlegen, was du gerade machst und genieß es. Und das werde ich auch in dem Solo versuchen. Also da werde ich definitiv gucken, dass ich die eine Sekunde finde, um mal realisieren zu können, im Flug schon, was ich eigentlich mache. Welche Seitenwinde, wie stark sind sie, wo kommen sie von links, kommen sie von rechts für den Formationsstart. So, jeder Soloflug in der Ausbildung ist wichtig, aber gerade dieser Soloflug auf seinem zukünftigen Waffensystem ist für ihn jetzt erstmal das persönliche Highlight in der Ausbildung. Das muss er genießen. So langsam kommt dann doch schon die Gänsehaut und Vorfreude und man ist sehr aufgeregt, aber das legt sich dann, sobald man anfängt, seine Sachen anzuziehen, dann geht die Aufregung ein bisschen beiseite und man kommt mehr in die Konzentration. Nach dem Briefing ist Patrick im Tunnel, voller Fokus auf den Flug. Keine Ablenkung. Letzte Nackenübungen. Sollte ich meine Muskeln nicht trainieren oder aufgewärmt haben vor dem Flug, dann kann es im Flug relativ schnell passieren, dass wir bei hohen Gehbelastungen, die wir ziehen und auch gleichzeitig dann gucken, wo jemand ist in der Luft, dass man sich dann Verkrampfungen holt oder sogar eine Zerrung holt und teilweise auch bis zur Nackensteife. Und das wäre nicht so schön, wenn man drin sitzt und den Nacken nicht mehr bewegen kann. Jeder hat also seine Rituale. Andere müssen nochmal unbedingt ihr Wasser trinken. Für mich geht es darum, wie man Fußball spielt, dass ich den rechten Schuh zuerst anziehe und dann den linken Schuh. Erst die Anti-G-Hose gegen Ohnmacht. Dann die Schwimmweste für einen Notausstieg über der Ostsee. Dazu der Schutzhelm mit Sauerstoffzufuhr, Alltagsausrüstung eines Kampfpiloten. Routinierte Abläufe, nur diesmal fliegt er allein. Man stellt sich das ja immer alles ganz schön vor, dass wir Piloten nichts anderes machen, als in der Luft durch die Gegend fliegen. Aber wenn man mal ehrlich ist, dann ist der Prozentsatz von dem, wo wir wirklich in der Luft sind und fliegen, das wird so auf die 5% hinauslaufen. Der Rest ist Flugvorbereitung, Lernen und das Briefing und Debriefing. Patrick kennt den Eurofighter mittlerweile recht gut und ist immer wieder aufs Neue begeistert. 2200 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit. Das ist eine ganz andere Hausnummer zwischen Eurofighter und der T-38. Im Eurofighter ist es so, dass ich innerhalb von fast einer Sekunde bei 9G bin, die neunfache Körperbelastung. Und das ist doch sehr, sehr extrem und schnell. Und wenn man da nicht vorbereitet ist, dann wird es echt anstrengend und man muss sehr, sehr viel arbeiten. Und es kann schnell passieren, dass man das Bewusstsein verliert. Das harte Fitnesstraining zahlt sich aus. Soloflug. In diesem Moment kann Patrick seinen Job einfach genießen. Das Leuchten in den Augen, wenn ich daran denke, was ich eigentlich beruflich mache, das wird nie weggehen. Ich rede es mir jeden Flug wieder ein und erinnere mich daran, was ich eigentlich gerade mache und wie beeindruckend es ist.
Und was sich in meinem Kopf abspielt, wenn ich daran denke, ich denke einfach an die Bilder, wie man durch die Wolkendecke durchstößt und auf einmal die Sonne sieht oder mit anderen Fliegern noch in der Luft ist. Und an sowas denke ich dann und dann kann man eigentlich nicht aufhören zu grinsen. Doch bei aller Leidenschaft. Der Aufklärungseinsatz deutscher Tornado-Jets in Syrien gibt auch ihm zu denken. Die aktuelle Situation ändert ein wenig an der Denkensweise, die ich habe jetzt durch das Training. Der Wunsch zu fliegen ist immer noch derselbe. Also das ist ein Traum gewesen von Anfang an. Jetzt mit dem Eurofighter wird es natürlich Wirklichkeit. Jetzt ist es wirklich ein Waffensystem, mit dem auch Einsätze geflogen werden können. Einsätze, in denen wir vielleicht eingesetzt werden könnten. Aber das steht für mich noch in großer Ferne. Also ich hatte den ganzen Flug über Spaß, aber das waren dir heute mehrere Sekunden, wo ich einfach mal rausgeguckt habe und mal überlegt, was ich gerade mache und wie cool es eigentlich ist. Bald wird Patrick fertig ausgebildeter Jetpilot sein. Ob und welche Kampfeinsätze er fliegen wird, keiner weiß es. Nacht der Entscheidung in den USA. Entweder erfüllt sich Rudis Traum vom modernen Eurofighter oder es bleibt der Trost vom Auslaufmodell Tornado. Man wird nervös, unsicher, man weiß nicht, was kommen wird. Jeder erzählt was anderes und die Leute widersprechen sich auch irgendwo ständig. Deswegen hat man keine Ahnung mehr, wo man steht und was wirklich passieren wird. Der wichtigste Moment jahrelanger Ausbildung. Ich will es sofort wissen. Was soll ich dazu sagen? Ich kann nicht mehr warten. Also wir haben jetzt noch ein paar Minuten, bis wir nach vorne gehen und dann die Droppenheit anfängt und von mir aus wäre es schon längst vorbei. Also das beschreibt eigentlich alles. Die lachen schon wieder. Hier und jetzt entscheidet sich Rudis Lebensweg. Eurofighter-Pilot und Heimkehr nach Deutschland oder Tornado-Ausbildung in den USA und noch ein Jahr Trennung von Freundin und Familie. Typisch amerikanisch, die Zuteilung der Kampfjets ist eine verrückte Show. Eurofighter. Rudi hat es geschafft. Der ganze Druck, der Stress fällt in diesem Moment von ihm ab. Die Anstrengung hat sich gelohnt. Ich fühle mich unendlich erlöst. Ich kann es doch nicht so ganz glauben. Ich musste mal mir auf den Patch schauen, weil ich es wirklich bekommen habe. Und alle haben irgendwo mal die Hoffnung aufgegeben und gesagt, okay, er kriegt jetzt nicht das, was er haben möchte. Und dann ist es doch funktioniert. Das ist unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Ich freue mich einfach nur. Es geht gerade gar nicht so, ehrlich. Ich muss sofort einmal anrufen, den Leuten mitteilen. Es hat funktioniert! Schnell raus, telefonieren, in Deutschland sitzen Freundin und Familie. Die wichtigste Nachricht: Er kommt nach Hause. Und Rudis Traum hat sich erfüllt. Doch noch ist er lange nicht so weit. Denn nun fängt für ihn die Ausbildung zum Kampfpiloten erst richtig an. Nochmal 8 Monate hartes Training in Rostock-Lage. 8 Monate, um den Eurofighter perfekt zu beherrschen. Vorbereitung auf einen Ernstfall, von dem er hofft, dass er niemals eintreten wird.